Damit kann es weitergehen mit Resistance, Fall of Man. Ich bin es, euer MC Muffix. Wir sind hier in einer Anlage, wo die Menschen in Hybride umgewandelt werden. Und ihr seht schon hier, ja, das sind die Gekors, in denen die Menschen sind. Leider können wir dagegen nichts tun. Wir sind ja selbst von dem Bestien, wie das infiziert worden. Doch glücklicherweise wirkt er bei uns nicht so wie bei den anderen Leuten. Warum, weshalb, wieso, wissen wir nicht. Aber erstmal wissen wir eine Sache sicher, dass wir aus dieser Anlage entkommen müssen. Denn ich denke, mit den Bestien ist nicht zu spaßen. Und alleine sind wir hier auf uns gestellt. Irgendwo ist Parker hier, unser Mädel da. Oh. Nein. Ihr hört auf damit. Böse Viecher. Böse Krabbelfiecher. Ganz, ganz böse Krabbelfiecher. Und wir versuchen hier raus zu gehen. Irgendwas hab dich oder so habe ich bekommen. Egal. So, umschauen. Das ist nicht von mir. Ich wusste es doch. Ich schaue aber mich in die falsche Richtung. Und das war natürlich nicht so gut. Umschauen ist gut, aber vielleicht das nächste Mal noch in die richtige Richtung. Dann ist alles toll. Okay, gut. Da kann man Schalter aktivieren. Wie, wenn dann nochmal hier die hässlichen Skorpionviecher kommen. Schnell rein. Boah, Kokons. Guck mal, die aufschließen oder so. Scheint nicht so zu sein. Ah, Leute, da sind immer Menschen drin. Wir können nichts dagegen machen. Das ist so schlimm. Ah. Okay, dann gehen wir durch dieses Trauerspiel durch. Verlassen die erstmal. Und töten noch mehr Aliens. So, Leute. Oh, verdammt, da ist ein Ball. Da müssen wir aufpassen, dass der uns nicht gleich anhüpft. Warte mal. Wisst ihr, was wir jetzt mal machen? Neuer Stichpunkt. Akupunktur ist günstig. Ich glaube, ich habe damit ein paar getroffen. Scheint mir fast so. Das ist ganz nett. So, irgendwie wollte ich es mal sehen, wie die irgendwie gegen die Wände klatschen oder so. Weil da stand das ja irgendwie, dass man die da so an Wände festmachen kann und so. Irgendwie habe ich davon nichts gesehen, aber egal. Hauptsache, sie sind irgendwo tot. So, Mist. Viecher. Ekliche. So, wenn mich noch einmal von diesen Jumpern anhüpft, von diesen Jumpern. Boah, Leute, furchtbarste Viecher. Sie sind im Endeffekt am uneffektivsten, weil sie saumäßig langsam sind und einen anhüpfen können. Und selbst wenn sie einen anhüpfen, man sie leicht loswerden kann. Aber, der Schock einfach. Der Schock, Leute. So. Okay. Aufpassen. Ach, so ein Karabiner ist einfach cool, Leute. Ich habe schon mal gesagt, Alien-Waffen sind einfach immer geil. Aber so ein Karabiner ist einfach immer noch das Allergeilste, Leute. Karabiner ist die coolste Waffe vom Menschen. Ganz ehrlich, so ein Sturmgewehr ist langweilig. So, MP ist auch nicht so cool. Aber so ein richtig geiles Sturmgewehr ist halt immer noch das Beste der Besten. So, blöde Autozielhilfe. So, weil ich wollte die Dinge anvisieren. Jetzt habe ich voll viel Leben verloren. Aber dafür sollten jetzt alle hinten down sein. Oder? Ja, sehr schön. Aber keiner von euch hat Leben. Sehr schön. Wunderbar. So, wo sind wir jetzt? In einer Kapsel. Oder so. Oder, wo gehen wir denn jetzt hin? Oh, jetzt gehen wir richtig in die Alien-Lage. Oh. Warum habe ich so das Gefühl, dass dieser ganze Schleim, den wir hier laufen sehen, daherkommt? Sind wir gerade geworfen. Weg da. Nein. Oh nein. Oh. Die Granaten von ihnen sind schon so stark. Jetzt haben wir auf den zweiten Balken verloren. Oh. Wir müssen es anders machen. Ha! Die. Ich liebe es. Es ist so geil, Cheater. Zum Glück können es die Gegner nicht machen. Also es sind zwar ihre Waffen, aber die bekommen das ja nicht hin. Finde ich auch ehrlich gesagt gut. Ansonsten wäre ich ein Problem. Ey, wenn die das machen können. Stell dir mal vor, die Gegner könnten diesen Bullseye-Shot machen, dass sie uns eben anvisieren und uns dann schnappen. Im Endeffekt müssten die das einmal machen und dann wären wir tot. Weil wir könnten ja, selbst wenn wir in Deckung gehen, würden die uns ja immer noch treffen. Das wäre echt hammergeil. So. Kein Jumper. Nur normale Viecher. Sind ja ganz lieb. Aber Leute, der Karabiner ist halt nochmal was Cooles. Erstens, er fühlt sich geil an. Er sieht cool aus. Und die haben sich eiskalt selbst auf sich selbst die Granate geworfen. Und das Coolste an dem Karabiner ist halt immer noch, dass er auf weite Distanz cool ist und auf nahe Distanz. Das ist halt immer das Coolste. Ein Sturmgewehr ist nicht so cool auf weite Distanz. Also ist natürlich besser auf weite Distanz, aber für den Nahkampf nicht so gut. Ein Karabiner oder im Nahkampf rein. Deswegen ist Karabiner das Coolste. Und was machst du hier für eine sexy Pose? Schau dich die mal an. Was für eine sexy Pose, der hier macht. Ja, mein kleines Bestchen. Oh, süß. Oh, so, jetzt macht er keine Pose mehr. Nee, jetzt müssen wir wieder unser Pastor. Komm, erstmal das fähig wieder. So, mit Vollleben kämpft sich schon um einiges besser. Offensichtlich ist es bald enden wird, wenn noch mehr von diesen Drohnen kommen. Sowas, das sind
Ach so. Das war ein Aufzug. Ich dachte mir für eine Sekunde, es ist irgendwie so ein Teleport oder sowas. Da wollte ich jetzt nicht rein, weil, ne? Alien-Teleports vertraue ich nicht so. So. Wo sind wir jetzt wieder gelandet? Die letzte Phase des Umwandlungsprozesses nennt man auch die Geburtskammer. Die Kokons werden geöffnet und neue Bestien schlüpfen. Im Fall der Hybriden wird noch ein Kühlapparat mit dem Körper verbunden. Der Stoffwechsel der Bestien ist 12-mal so schnell wie der des Menschen. Dadurch haben sie die Fähigkeit, sich selbst zu heilen. Das steigert aber ihre Körpertemperatur erheblich. Ohne die Kühlvorrichtung würden die Hybriden überhitzen und sterben. Das heißt im Endeffekt, wenn wir das Kühlaggregat auf den Rücken nochmal wegschießen, dann würden die auch sterben. Gut zu wissen. Zur Strecke gebracht. Umwandlungszeitraum 7:38. Ich hoffe, dass zum Strecke gebracht trifft auf die Bestien zu. Und nicht auf uns. Aber ich habe also das Gefühl, es trifft fast uns, dass wir hier zur Strecke gebracht werden. Das wäre jetzt nicht so gut. Würde unser Abenteuer schon ein bisschen früher enden. Schauen wir mal. So, da ist die Anlage, wo der ganze Schleim herkommt von den Viechern. Furchtbar, Leute. So. Und da hinten werden hier die Hybriden hergestellt. Schauen wir uns das nochmal an. Da. Da, der Kokon. Er wird geöffnet. Durch diese Gase da. Dann kommt da hier der Hybrid raus und das Kühlaggregat wird rangebracht. Nett. Ha, Leute. Irgendwas müssen wir doch gegen diese Anlage machen. Können wir nicht einfach irgendwie in die Luft springen oder so, indem wir diesen dicken Körper da zerstören oder so? Okay. So wie es aussieht, ist unser erstes Ziel einfach mal zu fliehen und zu hoffen, dass das schon sich so in Luft auflöst. Ich bin aus dem Lager entkommen. Die Hybriden sind in Alarmbereitschaft. Ihnen steht wohl ein Kampf bevor. Ich kämpfe schon die ganze Zeit, Mädel. Bin nicht so wie du, die hier die ganze Zeit rumläuft. So. Ein Kampf steht uns bevor. Ja, es ist ein Shooter. Wer ist damit gerechnet? Oh mein Gott! Diese Überraschung jetzt. Wo sind wir denn jetzt? Im Wildwestdorf hier oder wo? Oh nein. Ich hasse verschachtelte Gänge. Drohnen? Okay. Das ist bis jetzt noch passabel. Oh, Dart! Warte mal kurz. Clearen. Schau mal. Ah. So. Komm, Bullseye. Ich will einen Bullseye. Ey, wir haben einen Bullseye. So. Immer in die Mitte. Nein, wir wollen ja gar nicht in die Mitte. Wir wollen ja die 60 treffen, wenn schon. Ha, schaut euch mal irgendwie. Was ist das hier? Schauen wir mal, wo unsere Pfeile hingekommen wären. So, also 1, das ist schon eine 50. In der Mitte zieht er doppelt. Dann eine 19. Nee. Hä? 16? Die Zahlen sehen voll strange aus. Die Zahlen sehen voll strange aus. Nein, Leute, wenn wir hinschießen, wenn ihr da spielt, da immerhin. Da gut, 60 Punkte. So, okay. Gut. Ey, Leute, ich hätte hier gerne was zu trinken. Hallo. Was für ein schlechtes Service, Mann. Komm mal besser. Oh, komm mal Billard spielen. Komm. Ah, komm. Schieß. Yeah. Ah, nee, nicht die schwarze 8 reinbringen. Wartet. So, vorsichtig. Ja. Ja, komm. Ach, komm. Die ist ja. Oh, das ist ja. Nee, ey, Leute. Das ist ja richtig mies. Die war drin. Und dann stößt sie da an. So, warte, wir machen jetzt einen richtig Trickshot hier. Der wäre der Rooney O'Sullivan stolz auf uns. Snooker-Weltmeister, öfter da. So, komm. Ah, okay, machen wir doch keinen Trickshot. So, komm, das kriegen wir hin. Versuchen wir mit Alien-Waffen. Die gehen nicht rein. Ah, das ist ein getürktes Spiel. Ich wusste es doch. Ja, klar. Getürktes Spiel hier. Ja, ne. Mit euch Alien spiele ich nie wieder. Hallo? Schießt mich gerade einer von hinten ab? Ich glaube schon. Nee, von der Seite. Muss auch. Ah, verdammt. Alter, ich bin von den Drohnen fertig gemacht. Nicht so viel Poolbilder spielen, mehr aufpassen. Ich glaube, ich wäre gar nicht schlecht. Alter. Ugh. Noch eine. Lass mich raten, das ist noch eine. Nee, okay. Oh, Leute, aber ihr habt das gesehen. Getürktes Spiel. Da türken die Aliens einfach mal hier unsere Poolbilder-Spieler. Das geht zu weit, Leute. Jetzt ist es Zeit, zurückzuschlagen. So. Es gibt Grenzen, die man einfach nicht überschreiten darf. Kommt da gerade irgendwas? Oh ja, da kommt irgendwas. So, irgendwas ganz Fieses, Ekliges und es explodiert. So, okay. Alles gut, alles schön. Warum seid ihr alle tot?
Ich habe ungefähr 3 Schüsse abgefeuert. Irgendwie sind, habe ich 2 Chimären damit getötet. Bestien. Sie heißen Chimären, aber irgendwie sagen alle Bestien. So. Vielleicht. What? Vielleicht wurden die auch erst in späteren Resistance hier Chimären genannt. Kann gut sein, aber ich nenne sie einfach Chimären. Teilweise ist ja im Endeffekt wurscht. Ich kann sie auch Hansi Peters nennen. Oh! Die haben wir ganz übersehen. Pumpkin. Die Rosmer 236, die Kampfschrotflinte Rosmer 236, wird von der britischen Armee zur Basisverteidigung und auch bei Einsätzen in Städten verwendet. Sie verfügt über eine enorme Stoppwirkung, besonders auf kurze Distanz. Im freien Gelände ist ihre Effektivität begrenzt. Seit der Invasion der Bestien hat sich die Schrotflinte bei der Bekämpfung von Heulern als sehr nützlich erwiesen. Durch Durchdrücken von R2 werden beide Läufe abgefeuert. Zwar ist dies weniger effektiv als die Läufer separat abzufeuern, aber die bestimmte Situation führt nicht am doppelten vorbei. Das heißt im Endeffekt, wir können halt einmal schießen oder wir können hier direkt unsere ganze Muni raushauen und dann zweimal schießen. Ach Leute, die Rosmer Pumpkins, das ist meine lieben Pumpkins. Pumpkins sind einfach immer geil, Leute. So eine richtig geile Pumpkin ist immer so richtig schön einfach. So. Am besten hier also auch immer mit Nachladen. Das ist so, so kann sich eine geile Waffe einfach. So richtig schön fetten Wumms. Und immer schön viel Damage. So, wir müssen kurz warten, bis er eine Lebenring genäht hat. Und dann versuchen wir sie zu überraschen. Oder sie überraschen uns. Und dann müssen wir nur noch treffen. Dann haben wir es. So. Effektiv. Kann man nichts dagegen sagen. So. Nicht mal. Nein. Ich will nicht auf den letzten. Oh, jetzt über dem letzten Lebensbalken. Und gerade. Oh, das war dumm. Ist jetzt nicht mehr tot. So. Polizei. So. Ah, das Waffenwechseln finde ich nicht so gut. Also in Resistance 3 war es halt immer so, man konnte natürlich auch das Waffenrad benutzen, aber es war so, dass man halt immer 2 Waffen hier in den Slots hat. Das heißt, wenn ich wechsle, konnte ich nur zu den beiden Waffen wechseln und nicht zu den anderen. Hier kann ich wirklich alle Waffen durchwechseln, was jetzt nicht so gut, mir so gut gefällt persönlich. So. Das war ja gerade eine Schreckgranate. Weil mich da von oben jemand abschießt. Das war nicht so effektiv. So, wir wechseln mal zum Igel wieder zur Splittergarte. Beam. Oh. Vielleicht kann man nicht mehr beamen. So. Bam. So, das hat aber gerockt. Hat auch einen geilen Sound, die Pumpgun. Das war ein wenig zu knapp, Leute. Oh, glücklicherweise war der Leben. So, jetzt haben wir schon wieder 3 Lebensbalken voll. Sehr schön. Puh, die haben wir auch dringend gebraucht hier. So. Aliens. No Aliens. Oh, aber Dokumente. 7. Juli 1951. Wir sind ein paar Spalten von Monstern ausgefolgt. Wir sind ein paar Spaltern von Monstern gefolgt. Ihr Verhalten ist seltsam. Meist meiden die Spalter die Bestien um jeden Preis. Aber die hier greifen sie offen an. Sie haben Pirscher-Patrouillen bedrängt, als würden sie sie zusammentreiben. Sergeant McIntry will sie beobachten, bis wir wieder Kontakt mit dem Nordkommando haben. 11. Juli 1951, die Spalter haben zugelassen, dass die Bestien sie in New York vollständig einkreisen. Sie meiden die Bestien und greifen nur widerwillig an. Sie wollen, als wollten sie ihre Aufmerksamkeit an sich binden. Worauf warten sie? Warum haben sie die Bestien in New York gelockt? Merkwürdig. Gibt es hier etwa Zwiste zwischen den Monstern hier? Wäre eigentlich ganz gut für uns. Wäre sogar sehr gut für uns. So. Gut, Alien Invasion mit Problemen, würde ich mal sagen. Das hört sich besser an als Alien Invasion mit kompletter Auslöschung. Muss man schon mal sagen. So, da oben ist Leben. Oder? Aber ich glaube, da oben komme ich nicht hin. Komm, Gabelstarker, kann ich ihn denn aktivieren? Wäre cool. So, ich sehe da oben nämlich was. Leben, komm her. Das Leben will nicht zu mir. Okay, dann eben nicht. So, schauen wir mal, was wartet da vorne auf uns? Aha. Aha. Keiner da? Oh. Definitiv ist jemand da. So. Weg. So. Kommt. Bam. Zack. Weg. Da spritzen die Organe. Ich weiß zwar nicht, welche Aliens welche sind, aber egal. Also Hybriden, das sind diese dicken Viecher mit den Schläuchen am Rücken. Das, glaube ich, sind die Pirscher.
Oh, jetzt kommen wir wieder von hinten. Oh, fieser Plan. Wir wollten uns hier umzingeln. Ich glaube es zumindest, aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Ich weiß wirklich nicht, wer ist. Müsste ich eigentlich mal nachschauen. So. Passen. Abpassen. Okay, schnell in den Aufzug rein, bevor noch mehr von den Viechern kommt. Oh. Die Bestien haben eine Falle gestellt. Sie haben ihren einzigen Fluchtweg mit Wachgeschützen eingedeckt. Super. Schön. Ist ja nicht schon leicht genug, gell? Ein Mensch gegen einen Haufen von Aliens. Und jetzt stellen die mir auch noch Fallen. So, hier ist es aber relativ ruhig. Ich glaube, das ist die Ruhe vor dem Sturm, ehrlich gesagt. So, wir haben schon den ersten Lebenswagen verloren, schon mal sehr geil. Wir dürfen nicht so oft mit der Pumpgun spielen, definitiv nicht. Weil da laufe ich dann immer so dumm vor, was natürlich echt, was komplett dumm ist. Mit der Pumpgun will ich auch vorsprinten und so BÄM machen. Ist natürlich nicht so effektiv, wenn die Aliens irgendwie 10-mal so stark sind und 10-mal so viel aushalten und 10-mal so viel sind wie wir. So. Diesmal machen wir das alles ein bisschen überlegter. Campen uns hier in den Raum da hinten ein, wo wir Leben haben und noch Muni. Kommt. Okay, kurz campen. Dann holen wir die Waffe raus. Und... What? Kommt einfach mal der Seite daher, gehüpft, der kleine Süße. Weil sie anpirschen. So. Jetzt wagen wir einen Vorstoß. So. Okay, Leute, aber ihr seht trotzdem, ich sag's mal wieder, jetzt mal mit Steuerung. Also, okay, der Tod, der war aber jetzt wirklich nur dumm. Also, das war jetzt nicht so ein Tod, weil, schlecht gespielt, es war einfach nur Dummheit. Obwohl, das ist ja schlecht gespielt. Aber egal, ansonsten müsst ihr einfach mal sagen, wie gut es jetzt läuft, jetzt wo wir hier die Steuerung optimiert haben. Muss man sich zwar ein bisschen blöd rumstellen, aber ich denke, das ist jetzt kein so großes Ding. Und wir werfen kurz eine Granate und fliehen hier erstmal wieder zurück. Wir haben zwei Lebenswagen verloren. Schlecht. Und gehen erstmal wieder zurück. Und mich freut das natürlich, dass es jetzt hier besser läuft. So, komm. So, blöde Bestien campen da immer. Schau, dass ich einfach frontal alle auf mich drauflaufen, damit ich sie mit der Pumpgun weghauen kann. So. Da ist jemand. Das sind definitiv welche. Habe ich eine Granate geworfen? Ich glaube nicht. Jetzt habe ich aber sicher eine geworfen. Explodiert der auch mal? Da ist ja gar kein getroffen. Willst du mich eigentlich veräppeln? Was? Ich hab drei Granaten auf die geworfen. Das hat irgendwie keine einzige hat irgendeinen Kill gemacht. Ja, wunderbar. Effektivität nennt sich sowas. Warum könnt ihr mich treffen, wenn ich hinter der Deckung bin? Nein. Ausbrechen. Und. Also, kurz in Deckung gehen. Wir haben echt die bessere Position da vorne. Deswegen müssen wir hier mit ein bisschen Tricksen arbeiten. Und zwar. Bam! Hallo, mein Freund. Direkt auf den Kopf. So, und das war's. Oh, ich liebe diese Waffe. Ich sehe so schön. Hacker. Leute, und hacken tun wir auch nicht mal weiter. Bis dann, aber euer Samus Surfix. Haut rein und wir sehen. Ciao.